Leute, was geht ab? Mein Name ist Elvana und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reagieren wir auf Bad Moms J. Heute reagieren wir auf Bad Moms J Signal. Sie hat ein neues Lied rausgehauen. Und zwar hat sie ein Teaser im März veröffentlicht, soweit ich weiß. Also warten wir eigentlich seit März auf diesen Song. Wow, wir haben jetzt schon fast August. Also wir haben August eigentlich. Das ist mal eine lange Wartezeit, würde ich sagen. Ne? Also ist ja schlimmer wie als auf einer Uni. Also wir fangen an mit dem Lied. Ich bin super gehypt. Ich glaube, es ist etwas so ruhiger, würde ich sagen. Das, was ich an Bad Moms J, ich liebe ja diese Frauen, aber das, was ich an ihr so sehr liebe, genauso wie bei Shirin David, abwechselnde Musik. War das Deutsch? Nein. Also die machen so abwechselnde Musik. Ihr kennt doch so Künstler, wo sich fast jedes Lied einfach gleich anhört. Ich weiß, glaube ich auch, das ist ja auch normal, ne? Mit demselben Producer hier und da und so weiter. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen Abwechslung und sich Inspiration bei mehreren Künstlern oder bei mehreren Stellen holt und das zu einem macht, immer noch besser, als wenn man jedes Mal so denselben Rhythmus, denselben Flow, dieselbe Musik, Stimmlage, also so immer so, man weiß so, mir fallen 10 verschiedene Künstler ein, die ich jetzt nennen könnte, aber scheiß mal da drauf. Das, was ich jedenfalls an dieser Frau liebe, ist, sie bringt Abwechslung mit rein. Und ich glaube, dieses Lied, also ist so ein bisschen ruhiger gewesen in diesem Teaser. Ich bin richtig gespannt und ich würde sagen, wir hören da jetzt auf jeden Fall rein und let's go. Achso, ich gehe hier so ein bisschen rüber, damit ihr auch meinen Bildschirm sehen könnt. Und bin ich am Aufnehmen? Jo. Damn, sie ist ungeschminkt. Krass. Heftig. Wow. Fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Wenn sie uns suchen, haben wir kein Signal. Oh, coole Clique da. Cool. Wenn du willst, dann rufen wir ab und am Radar. Ey, geil. Und die Zöpfe sehen hammer aus. Wenn du down damit bist, gib mir ja, ja. Und wir tun, als wäre alles egal. Du willst heute nicht mehr nach Haus. Baby, wenn du willst, dann lass uns einfach abhauen. Feier ich. Diesen Vibe feier ich krank. Finde ich ja richtig cool, ne? Puh. Und wir wachen morgen in einer anderen Stadt auf. Hey, yeah, yeah, yeah. Leben ist so schnell. Jeans in den Socken, in den Nikes. Weiß, komm, ich mach aus Tagen ein paar Wochen, wenn du bleibst. Ey, das muss ich mir nochmal... Ey, das war ja richtig geil. Komm, ich mach aus Tagen ein paar Wochen, wenn du bleibst. Für uns zwei. Lass uns so tun, als wär alles egal. Wenn sie uns suchen, haben wir kein Signal. Wow, Ohrwurm, 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 Leute. Das ist ein Ohrwurm, das ist ein Hit, Alter. Heftig, ich feiere diesen Vibe, ne? Die hatten Spaß beim Dreh. Ey, wie lustig das sein muss. Wenn du willst, dann rufen wir ab und am Radar. Wenn du down damit bist, gib mir ja, ja. Und wir tun, als wär alles egal. Geil, ey. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingslied von ihr. Ich feiere diesen Vibe. Ich feiere diesen Vibe. Richtige Sommerabende. Keine Ahnung, man ist vielleicht am See, jetzt wo es noch so warm ist. Und abends hört man das so mit seinen Freunden, mit seiner Clique. Und ich stelle mir das richtig cool vor. So wie die so... Oder man ist mit seinem Crush im Auto und gönnt sich dieses Lied. Ich würde das bringt, also das, ich habe Sommergefühle. Oh, ich will jetzt raus, ich will jetzt verliebt sein und mit meinem Crush irgendwo hin abhauen. Wenn du willst, dann halten wir es low-key. Diese Welt ist viel zu schnell, take it slowly. Just do what you love, baby, show me. Stell das Telefon auf mute, komm, wir brechen heute ihre Tabus. Ey, geil. Nur wir beide ist genug, true. Lass mal schauen, wer nach uns sucht. Lass uns so tun. Lass mal schauen, wer nach uns sucht. Lass uns so tun, als wär alles egal. Ey, ich hab einen Ohrwurm. Was sind das für geile Vibes, die sie darüber bringt? Wie schafft sie das? Wie schafft sie das? Jedes Lied von ihr. Wenn sie uns suchen, haben wir kein Signal. Wenn du willst, dann rufen wir ab und am Radar. Wenn du down damit bist, gib mir ja, ja. Und wir tun, als wär alles.
sie aussieht ungeschminkt, ne? Wow. Gib mir nur ein ja, 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 ja. Ey, wie cool. Ja, 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 yeah. Wenn du willst, dann rufe ich ab unterm Radar. Was ich so krass finde an diesem Song, er ist ruhiger als ihre anderen Lieder. Wir wissen, die hat Power, diese Frau, die hat's drauf, die kann's einfach, ja, die kann's einfach. Und dieses Lied ist ruhiger, aber trotzdem, es ist ein Hit. Es ist einfach Sommergefühle, Sommerabende, perfekt. Also sie hat sich eigentlich den perfekten Zeitpunkt ausgesucht. Deswegen mussten wir wahrscheinlich auch so lange auf diesen Song warten, weil sie genau diese Vibes vermitteln wollte. Sie wollte uns sagen, ihr hört dieses Lied gefälligst im Sommer und nicht im Frühjahr. Wenn du down damit bist, gib mir ja. Frühjahr, also Frühling, ne? Ja, und wir tun, als wäre alles egal. Nice, feier ich. Krass, feier ich. Wirklich. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingslied, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ich liebe dieses Lied von ihr. Also ich werde das jetzt auch sofort in meine Playlist packen auf Spotify, aber sofort. Das Lied hat es geschafft. Das erinnert mich so ein bisschen an, also was heißt so ein bisschen, das hat rein gar nichts musikalisch oder sonst irgendwas, oder es hat nicht mal Ähnlichkeit mit Shirin David Brillis. Aber jetzt sage ich euch, was mich so dran erinnert, sondern es erinnert mich einfach so diese Vibes. Bei Brillis hatte ich auch so diese Sommer-Vibes, Abende hier und wir leuchten wie Brillis am Himmel hier und da so und so. Wisst ihr, was ich meine? So diese Vibes. Ja, Mann, ich habe richtig Bock, in dem Auto abends rum zu cruisen oder auf einer Wiese zu sitzen, einfach mit meinen Leuten und einfach zu chillen, zu relaxen, zu entspannen, was auch immer, und mir dieses Lied zu geben. Und dieses Feeling hatte ich hier und dieses Feeling hatte ich auch bei Brillis, weil es mich einfach so entspannt hat. Also ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich verstehe mich jetzt nicht falsch. Es hat nichts musikalisch irgendwie miteinander zu tun, dass ich dich jetzt hier vergleiche, sondern einfach nur diese Vibes, die ich gerade von dem Lied bekommen habe, hatte ich damals auch genauso. Genau diese Vibes mit Brillis, und ich höre mir heute noch Brillis an und habe diese Vibes. Wisst ihr, und dieses Lied wird genauso ein Lied sein wie Brillis, wo ich nach, keine Ahnung, Monaten mir das irgendwann nochmal anhöre und mir so denke, boah, ja, Mann. Ich habe wieder diese Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Ich könnte mir das im Winter anhören und hätte immer nur diese Sommergefühle. Wisst ihr? So in etwa. Wow. Okay, gut. Das war's mit meiner Reaction. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Und natürlich ein kostenlos. Aber ey, Leute, wir sind kurz vor den 4K. Was geht denn ab mit euch? Könnt ihr mich mal bitte abonnieren? Das wäre ganz nett. Ja, Leute, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Fühlt euch gedrückt und geküsst. Tschüss.